Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal ein Update zu meinem Meerwasseraquarium, was seit 3 Tagen in Betrieb steht. Es befindet sich zurzeit in der Einfahrphase und genauer gesagt heute in der Kieseleigenphase. Heute haben sich vermehrt starke Kieseleigenbelege gebildet. Sieht man hier quasi rostbraun, würde ich das jetzt mal beschreiben. Über weite Stellen des Lehmgesteins. Sehr interessant zu sehen. Auch vielleicht interessant zu sagen, dass die Kieselalgen anscheinend kein sehr starkes Licht mögen. Denn auf dem Plateau, wie man sieht, also ich meine jetzt den obersten Punkt, scheinen sich noch keine gebildet zu haben, aber das kann natürlich auch ein Zufall sein. Das heißt, weiter beobachten. Neuerung, was ich am Becken vorgenommen habe, ist vielleicht nochmal zu erwähnen. Ich habe den Eiweißabschäumer nun deutlich tiefer gehängt, deswegen ist der Behälter auch ganz schön stark befüllt. Da wollte ich euch schon mal fragen, habe ich den vielleicht zu tief gestellt, weil der hat sich jetzt im Laufe dieses Tages so gefüllt. Muss ich den höher stellen oder kann der so bleiben? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Das wäre es dann heute schon mit dem Update. Liked, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, wenn ihr weiterhin auf dem aktuellsten Stand bleiben wollt. Dann verabschiede ich mich. Tschüss.